Ja, die EU, sie bereitet sich trotzdem auf den Gasnotfall vor. Die Kommission beschloss bereits einen Plan. Einsparungen von allen 27 Mitgliedstaaten für die kommenden Monate sind jetzt vorgesehen. Ganz genau geht das Ganze bis März 2023. Ja, nee, das Interessante ist aber, zuerst sollen ja genau diese Ziele um eine Reduktion von 15% des bisherigen Verbrauchs freiwillig sein, können dann aber bei einer Zuspitzung der Lage aber auch angeordnet werden. Und Kommissionspräsidentin von der Leyen wirft Russlands Präsident Putin ja unverhohlen Erpressung vor. Mehr von Isabel Finzel. Ein Schock für die Mieter in Bitterfeld-Wolfen. Die Wohnungsbaugesellschaft hat die Heizkosten drastisch erhöht. Sie alle müssen ab sofort viel tiefer in die Tasche greifen und die Gaspreise steigen vermutlich noch weiter. Über 100 Euro mehr. Also machbar nicht wirklich. Das ist ja unmenschlich, was wir bezahlen müssen. Lebensmittel wie Miete, wie Nebenkosten. Das ist einfach nicht mehr stemmbar. Stemmen muss ganz Europa nicht nur höhere Kosten, sondern womöglich im Winter sogar einen Gasmangel. Im Notfall will die EU Alarm auslösen und dann die Mitgliedstaaten zum Sparen zwingen. Zunächst sollen sie aber freiwillig ihren Verbrauch bis März um 15% senken. Die EU empfiehlt etwa, öffentliche Gebäude sollen nur maximal auf 25 Grad abgekühlt, im Winter nur bis maximal 19 Grad geheizt werden. In Extremfällen sollen Mitgliedstaaten verpflichtet werden, Gas mit anderen Partnerländern solidarisch zu teilen. Treffen könnte das vor allem Polen, denn die Gasspeicher unseres Nachbarlandes sind zu 98% gefüllt. Russia is blackmailing us. Russland erpresst uns. Russland setzt Energie als Waffe ein. Und deshalb muss Europa auf jeden Fall vorbereitet sein, egal ob die Lieferungen teilweise, hauptsächlich oder vollständig gestoppt werden. Europe needs to be ready. Nichts gegen die EU-Pläne, meint die CSU, aber die Bundesregierung ist verantwortlich und muss für Gassicherheit sorgen. Die Wahrheit liegt am Ende nicht in Energieeinsparplänen, sondern in der Gasleitung. Es muss also endlich Ersatz besorgt werden, und zwar nicht nur für einige Teile Deutschlands, sondern für alle. Der politische Streit ist hier in Bitterfeld-Wolfen weit weg. Nah dran ist die nächste Heizkostenrate.